Der Auftakt in Welt 6 war ja schon etwas holprig, denn hier in Level 6 1 in klebriger Mission war es nicht so einfach, hier Shiny Gold zu bekommen. Aber ich glaube, dass es jetzt in 6-2 auf antiken Pfaden wieder etwas einfacher werden dürfte. Denn wenn mich nicht komplett alles täuscht, dann dürfte das hier ein Lorn-Level sein. Das einzige Lorn-Level auch aus Welt 6 und das einzige Lorn- oder Raketen-Level aus Welt 6. Also es gibt auch kein Raketen-Level hier in Welt 6. Und deswegen, ja, das war natürlich gleich mal exzellent. Aber es ist auf jeden Fall das Lorn-Level, das sehe ich jetzt schon. Ja, genau ist es. Ich muss nur den Anfang halt perfekt hinbekommen. Also sprich, warte mal, in das Fass muss ich schon rein, ne? Weil hier ist noch, genau, hier ist noch ein Secret gewesen, aber das wollen wir nicht unbedingt haben, hier beim Zeitlauf-Modus. Also den Anfang will ich gleich wieder perfekt machen, dass wir dann eben, wenn wir den Lorn-Abschnitt schaffen, dann danach gleich Shiny Gold bekommen werden. Ich mache mal einen großen Sprung am Anfang, ist das klug? Nein, ist es nicht. Dann lande ich genau in der Suppe drin, okay. Ich will so einen mittelgroßen Sprung machen, dass ich auf dieser ersten Plattform da lande und dann am besten von den anderen beiden Honks da abspringen. Jetzt warte mal, also hier und dann zack. Und dann komme ich genau ins Fass nicht rein. Das ist natürlich schon wieder ganz super. Okay, dann will ich von den Typen einen kleinen Sprung wegmachen und dann auf dieser dritten Plattform noch landen und dann von da aus ins Fass springen. Also der Anfang ist schon ziemlich kompliziert, ehrlich gesagt, wenn man den perfekt machen will. So, ja, geht eigentlich. Okay, gut. So, dann heißt es wieder mal einfach alles hier perfekt machen. Also was ist perfekt? Halt einfach überleben, weil man kann ja hier, wie gesagt, die Geschwindigkeit nicht regulieren, solange man auf einer Lore ist. Deswegen einfach nur überleben bis zum Ende kommen und dann sollte das eigentlich auch schon gegessen sein und wir dürften dann am Ende hoffentlich Shiny Gold bekommen. Am Ende... Wow, das war sehr gut. Das ist, glaube ich, das erste Mal irgendwie, dass ich auch im Zeitlauf mal den Lorenabschnitt verkackt habe, weil ich ansonsten kann ich die Lorenabschnitte eigentlich in- und auswendig und den ja eigentlich schon auch. Aber ich habe es gerade leider nicht mehr ganz rechtzeitig über den Gegner drüber geschafft. Also ich habe gesehen, dass ich schon von dem Gegner abgesprungen bin und das war dann sehr schlecht, weil dadurch war ich dann... Naja, das war jetzt nicht perfekt übrigens. Ich mache trotzdem erstmal weiter. Dadurch, dass ich von dem Gegner abgesprungen bin, war ich dann ein bisschen zu hoch leider und bin dann eben zu weit geflogen und konnte deswegen dann mich nicht mehr rechtzeitig ducken. Das war jetzt ein bisschen sehr ärgerlich, aber ne, was soll ich machen? Ich will trotzdem jetzt, ich will mich jetzt trotzdem konzentrieren, dass es jetzt nicht nochmal passiert und wir jetzt das wirklich hier schaffen werden, bis zum Ende zu kommen, ohne dass ich jetzt mehr irgendwie Scheiße baue. Das wäre eigentlich ganz cool. So, ich gehe mal unten rum, den langweiligen Weg. So. Hui. Hui. Also, es ist echt schon kein so einfaches Lorn-Level, aber es ist auch ein richtig geniales. Also, ich hab echt keine Ahnung, welches Lorn-Level hier aus diesem Spiel mein Lieblings-Lorn-Level ist, weil es gibt so viele, die cool sind. Aber also, das hier, vor allem das Ende mit diesem Eidern, das ist sowas von genial einfach. Nur, das ist ja so ähnlich wie auch schon aus Welt 4 mit diesem einen Ring, mit diesem Stahlring, in dem wir dann gefahren sind. Und hier jetzt eben dann am Ende mit dem Ei, das ist so eine coole Idee einfach nur. Es wird auch noch in Welt 8 dann ein Lorn-Level geben. In Welt 7 gibt es, glaube ich, keins. Aber in Welt 8 gibt es noch ein Lorn-Level. Und das ist auch noch richtig genial. Also ich habe echt keine Ahnung, welches mein Lieblings... Hier, den Abschnitt meine ich. Ich habe echt keine Ahnung, welches Lorn-Level mein Lieblingslevel ist, weil die sind alle sowas von göttlich einfach nur. Das ist echt heftig. So, jetzt innen drin in dem Ei, das ist so eine coole Idee einfach. Das ist echt der pure Wahnsinn. Soll ich über alles drüber springen? Und dann sieht es eigentlich auch schon ganz gut aus für Shiny, denke ich mal. So, jetzt geht es da oben kaputt, genau. Und hier bricht noch alles zusammen. Hier auch aufpassen, dass man hier nicht mehr runterfällt, denn die Sprünge sind ja teilweise ziemlich knapp sogar, die man hier machen muss. Das muss man schon aufpassen. So, das war übrigens auch sehr knapp am Ende. Und hoch. Okay, also, ich weiß nicht, also vielleicht geht das sogar in der 31er-Zeit, wenn ich jetzt das Ende besser gemacht hätte und den Anfang besser gemacht hätte. Vielleicht geht es sogar 31, aber es dürfte trotzdem. Ja, es reicht trotzdem. 32er Zeit passt, also unter 4, also von 33 bis 34 kriegt man eben Gold und unter 33 kriegt man dann eben Shiny. Also auch wieder hier sind Shiny und normales Gold nur eine einzige Sekunde voneinander entfernt. Gut, das ging auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viel schneller als Level 6.1, aber auch schon zu erwarten. Und morgen im Let's Play schauen wir uns dann die nächsten beiden Level hier aus Welt 6 an, nämlich Level 6.3 in der Schwebe. Und du bist nicht Level 6.4, du bist Level 6.4 Geröllgerumpel, so genau. Die beiden werden wir uns dann anschauen und ich habe in Erinnerung, dass auch zu den beiden Shiny Gold nicht gerade einfach war. Ich glaube vor allem zu in der Schwebe war Shiny ziemlich tricky, da muss man auch sehr viel tricksen, aber auch bei Geröllgerumpel. Deswegen schauen wir einfach mal. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.